Liebe Sportfreunde, herzlich willkommen zu meiner persönlichen Bundesliga-Wochenende-Analyse. Und ich fange ganz kurz und knapp am Freitagsspiel Schalke 04 auswärts in Bremen. Ja, letzte Saison Vizemeister mit großer Euphorie. Und ja, viele haben das geglaubt, dass Schalke mindestens wieder diese Saison oben mitspiele, mindestens so wie letzte Saison. Man hat auch so viel zugetraut an der Mannschaft und mit Trainer Tedesco, aber mittlerweile weiß ich nicht, ob das, ich meine, das sind Spieler mit Qualität, keine Frage, der Trainer hat auch drauf, aber irgendwas passt nicht zusammen. Irgendwas zwischen Trainer und Spieler, irgendwas passt nicht zusammen. Und das muss die Verantwortliche das zusammen analysieren und sich eine Entscheidung treffen. Meiner Meinung ist, irgendwas ist faul an der zwischen Trainer und Mannschaft. Auf jeden Fall, Werder Bremen hat es ausgenutzt. Werder Bremen überlegen, überragen. Super Spiel zu Hause. Die wussten direkt, da kommt eine Mannschaft, die so viel Unruhe in der Mannschaft ist, im Verein. Komm raus, Spiel, Druck, siehst das Ding, am Ende gewinnen Werder 4-2, Glückwunsch. Zu Rekordmeister Bayern München, FC Bayern München hat es wieder zu Hause, hat wieder seine Macht demonstriert. Die Liga wird immer spannend, Dortmund gewinnt, Bayern gewinnt, so wollen wir das haben, nächste Saison auch. Und wir hoffen, bitte, dass auch die andere Mannschaft so eine Konkurrenz anbieten kann. Ja, natürlich hat Dortmund verschlafen, ist eine junge Mannschaft. Vielleicht waren auch der eine oder andere müde. Okay, das ist Fußball, aber auf jeden Fall Kompliment an Bayern München, Kompliment an sogenannte rausgeschmissene Oldies in der Nationalmannschaft. Ich finde lächerlich, aber das ist Jürgen Löw seine Entscheidung, aber ich finde es halt No-Go. Müller ist halt super Spieler, sonst wird er nicht bei Bayern spielen. Hummels das Gleiche, Boateng das Gleiche, aber ich sag nichts viel dazu. Ja, kommt zu Borussia Dortmund, natürlich Borussia Dortmund, VfB Stuttgart kommen mit 5-1 zu Hause gegen Hannover 96, richtig motiviert, die Schwaben waren, die standen so tief und die Dortmunder standen so hoch, das war ein Schlagabtausch. Stuttgart verteidige und Dortmund konter Stuttgart verteidigen. Ich meine, VfB hat das gut gemacht. Ein bisschen Pech dabei nach der 1-0-Führung. Und halt, nachdem BVB in Führung gegangen war, ein bisschen kompliziert. War ja klar, dass Dortmund Druck, unter Druck ist, Dortmund das Spiel gewinnt. Aber Kompliment an Stuttgart. Wenn VfB weiter so spielt, die werden in der Liga bleiben. Das verspreche ich euch. 100%. 100% Glückwunsch an die Mannschaft, BVB, macht die Liga wieder spannend, ich hoffe, geht es weiter so. Ja, und Stuttgart halt muss nächstes Mal Punkte, aber Glückwunsch an VfB, die haben Dortmund ein richtig Schlagabtausch angeboten. Ja, zu den Leipzig, Augsburg 0-0, Freiburg, Glückwunsch, Freiburg zu Hause gegen Hertha 2-1, der Trainer hat sich so arg gefreut. Christian Streich, ein Kulttrainer, ein richtig emotional und Temperament-Trainer, aber so ist das Fußball. Der braucht Energie und Kraft, das ist dieser Leidenschaft. Und Glückwunsch an FC Freiburg und Hertha, ja, es läuft halt. Ja, Freiburg will auch punkten. Mainz. 04, Mainz 05 und die Borussia aus Gladbach, die letzte Heimspiel zu Hause gegen die Wölfe, richtig untergegangen, ich verstehe das nicht, bei Gladbach man läuft so, man läuft das Ende, Gladbach war mal Zweiter und dann hat man wieder nachgelassen, da kommen die anderen, ja, wenn Gladbach international Eindruck machen will, jede Saison Gladbach soll einfach dranbleiben. Spieler haben Qualität, die haben Top-Mannschaft, jüngere Mannschaft, aber es fehlt. Ich freue mich und hoffe, dass Borussia Mönchengladbach wieder
oben, mindestens halt ein bisschen enger an Leipzig, ja, an Dortmund, an Bayern, ja. Natürlich mit 46 Punkten, Leipzig auch 46 Punkte, bravo. Und meine Lieblingsmannschaft, Frankfurt, die Eintracht aus Frankfurt, Respekt. Das wird natürlich Wochenende ein klares Duell gegen Düsseldorf zu Hause. Düsseldorf ist oben, also Mittelfeld, gut dabei. Und die Bayer aus Leverkusen, was soll man machen? Hannover. Ich hoffe, Hannover kommt raus und spielt. Dass Hannover dieser Desaster in Stuttgart einfach abgeschaltet, vergessen hat und vorwärts schauen. Man darf einfach nach vorne schauen, nicht nach hinten. Weil wenn du oft nach hinten schaust, du kommst nicht weiter. Und wenn du immer an diese negative Vergangenheit denkst, musst du nicht. Da fehlt diese Motivation. Denn einfach Kopf hoch. Nach vorne schauen, Leverkusen ein tolles Spiel anbieten. Leverkusen hat eine ganz schnelle Offensivmannschaft, ein Zusammenspielerteam. Und das wird halt natürlich für Hannover sehr unangenehm. Aber ich meine, das ist Fußball. Jeder kann jeder schlagen. Und Hannover 96, viel Erfolg, viel Glück. Zu TC Offenheim gegen die Franken Nürnberg. Ja, ist auch so eine Mannschaft. Nürnberg Anfang gut dabei und jetzt als Tabellenletzter mit 13 Punkten. Ist natürlich wird eng. Wird eng, 24 Spieltage mit 36, das ist nicht mehr viel übrig. Und wenn man so betrachtet, dass die Franken minimale Chance haben, in der Liga zu bleiben. Ja, das ist so, wenn du einmal dieser Desaster mit erlebst, dieser Aufstieg, die Abstieg und Aufstieg, Abstieg und Aufstieg. Irgendwann wird man sich halt, keine Ahnung, das ist wie eine Infektion, ja, und das kommt und geht und die Vereine, ist halt, es tut mir leid für die Fans und so, aber ich hoffe, Nürnberg kommt wieder und mit der neuen Strategie, Konzept in der zweiten Liga und wieder in der ersten Liga, natürlich mit Qualitätsspieler, man muss auch ein bisschen an Spieler investieren, ja, für die kleine Vereine in der Nachwuchsbereich, natürlich werden die immer, gute junge Spieler werden immer verkaufen und dann am Ende schafft man nicht mal in der zweiten, ersten Liga zwei Saison oder drei Saison zu bleiben. Das ist halt natürlich ein harter Konkurrenzkampf und das ist halt so. Fußball ist halt hartes Brot. Ja, ist Tagesgeschäft und deswegen, ich finde das Freiburg-Konzept und das System, wie Freiburg arbeitet, finde ich mega, finde ich geil. Bin stolz auf die SC Freiburg und ich hoffe, andere machen das auch so. Dankeschön und ein angenehmes Wochenende.